Es übernimmt Michael Ramel von der FPÖ über Österreich. Meine Damen und Herren, hier auf der Zuschauergalerie, ist gerade niemand anwesend, dann zu Hause vor den Kameras. Kollege Seber, das wird deinen Parteiobmann Kurz aber nicht freuen, wenn du ihn hier noch einmal in deiner Rede erwähnst. Denn du hast gerade vom Populismus gesprochen und hast vor Populisten gewarnt. Ja, davor kann man wirklich warnen. Nur, man muss sich dabei schon eins vor Augen halten. Populistisch ist es, wenn man im Jahr 2015 in die linke Richtung rennt und dann 2017 in einem Wahljahr plötzlich ganz abbiegt Richtung rechts. Davor muss man den Wähler draußen wirklich warnen. Da hast du völlig recht. Danke, dass du das angesprochen hast. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber wieder zurück zum Bericht des Verfassungsgerichtshofes. Der Bericht stellt den Behörden und auch dem Gesetzgeber ein durchaus gutes Zeugnis aus. Insgesamt waren nur 5% der Beschwerden erfolgreich. Jetzt könnte man in einem ersten Blick meinen, das ist für den Rechtsunterworfenen ein enttäuschendes Ergebnis für die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie quasi mit ihrem Anliegen in 95% der Fälle nicht durchgedrungen sind. Die Wahrheit schaut aber anders aus. Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, dass in 95% der Fälle, die an ihn herangetragen wurden, die Behörden richtig gehandelt haben. Dass in 95% der Fälle die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger, rechtlich korrekt behandelt wurden. Der Verfassungsgerichtshof hat da auch unterschiedlichste Normen auf ihre Verfassungsmäßigkeit geprüft. Es waren im letzten Jahr 114 geprüfte Normen und davon unter Anführungszeichen nur 20 aufgehoben. Das heißt, 94 Normen haben der Prüfung standgehalten. Das ist ja doch ein ganz ordentliches Zeugnis, auch wenn natürlich Verbesserungsbedarf nach oben gegeben ist. Aber nach dem 15. Oktober hat ja ein neues Parlament die Möglichkeit, dieses Ergebnis zu toppen. Ein großes Thema im Jahr 2016, auch das hat der Kollege Seber kurz angerissen, war natürlich die Aufhebung der Bundespräsidentenstichwahl durch den Verfassungsgerichtshof. Hier hat Präsident Holzinger in einer Pressemitteilung gemeint, die Aufhebung der Bundespräsidentschaftsstichwahl, diese Aufhebung war völlig alternativlos. Und ich möchte an dieser Stelle schon noch einmal kurz daran erinnern, dass es Politikerinnen und Politiker und auch Medienvertreter gegeben hat, die nicht kritisiert haben, was da bei dieser Wahl schiefgelaufen ist, sondern die FPÖ, die Norbert Hofer, die Heinz-Christian Strache dafür kritisiert haben, dass sie nur eines eingefordert haben, dass sie gefordert haben, dass dubiose Vorgänge lückenlos und rechtlich aufgehoben werden müssen, untersucht werden müssen. Man sieht schon, wer das kritisiert, das waren natürlich auch die Grünen. Ich weiß ja nicht, ja, aber was hat euch denn gestört, dass der Verfassungsgerichtshof die Möglichkeit gehabt hat, festzustellen, da hat was funktioniert oder wie er im Hot festgestellt hat, da hat etwas nicht funktioniert. Ich verstehe schon, dass ihr ein bisschen nervös geworden seid, aber ich kann euch ja beruhigen, das Ergebnis im Endeffekt hat euch ja dann hoffentlich gefallen. Aber man merkt es hier, meine sehr geehrten Damen und Herren draußen, Sie merken es auch, die Linken predigen immer Meinungsfreiheit und Liberalismus und so weiter. Das geht aber nur so lange, solange Sie davon positiv betroffen sind. Wenn jemand anderer diese Grundrechte und wieder beim Verfassungsgerichtshof für sich beansprucht, dann wird mit Steinen auf sie geworfen, wie wir in Wien beim Akademikerball jedes Jahr sehen. Und dann wird man dafür kritisiert, wenn man als österreichische Partei ein Wahlergebnis, das nicht korrekt zustande gekommen ist, vor dem Verfassungsgerichtshof anficht. Das kommt dann heraus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber wieder abschließend etwas Positives. Man soll jede Rede positiv beginnen und positiv auch wieder beenden. Der Verfassungsgerichtshof hat die Aufgabe, als Höchstgericht den Rechtsstaat objektiv und vor allem unabhängig zu sichern. Er macht das deshalb, denke ich, damit wir unsere österreichischen rechtsstaatlichen Verhältnisse beibehalten und dass wir bei uns keine türkisch-kritischen Verhältnisse bekommen.
Für diese Aufgabe gebührt dem Verfassungsgerichtshof Dank und Anerkennung und damit einhergehend natürlich die positive Kenntnisnahme des Berichts. Und das werden wir heute gemeinsam sehr gerne machen. Nunmehr zu Wort gemeldet ist Michael Rammel von der FPÖ, verteidigt die Anfechtung der Bundespräsidentschaftswahl im Vorjahr und lobt generell die Arbeit des Verfassungsgerichtshofs.